Socke! Herzlich willkommen, total und recht herzlich willkommen bei den Workflowers. Work, also Arbeitsclips. Wer von euch kann während der Arbeit einen Clip machen? Wer? Ja, also wenn das jetzt hier nicht beruflich wäre, ich bin nun mal beruflich involviert, ich habe ja auch über Prashant, den Schauspieler, ja, der in Hannover angekommen, sich verliebt, dann nach Göttingen, von dieser Verliebtheit dann in die Schauspielerei gehuscht und seit 2002, 2005 bis heute dabei ist Prashant Jaibal. So, ich habe einen Videovorspann gemacht, ich sitze jetzt hier vor laufender Kamera in 4K, es war 2800 zerquetschte mal 1090, ist also nicht 3000, 4000, ist jetzt also kein super 4K, es ist aber 4K. Und ich habe mich entschieden, diese sogenannte Steadicam, die sonst immer da gestanden hat, als laufende Kamera zu nutzen, sie bei mir zu führen. Ich habe auch die Mini-Kamera, die ich gezeigt habe, ja, aber da darf man nicht schwenken, die hat ihr Alter. Ja? Diese Kameras sind ruckzuck alt, ich habe ja auch die 80D ausprobiert, die ist aber sehr schwer. Für die Arbeit, also kommt ja immer darauf an, was man macht. Also wenn ich jetzt Self-Videos mache, so wie diese jetzt hier, jetzt halt in 4K, das ist wie Perlen vor die Säue werfen, aber ist egal, ich mache es gerne. Ich mache es gerne für meine sogenannten Kunden. So, wie gesagt, ich arbeite auch sehr gerne mit meinen Kameras, weil dadurch erkenne ich die Kameras, wie schnelllebig die sind. Denn ich habe mit Sony gesprochen, Sony sagt, umso länger sie die liegen lassen, liegen die sich tot. Ja? Ich habe eine Wahnsinns-Kofferkamera, einen riesen Koffer gehabt, da geht gar nichts mehr. Die muss ich halt irgendwann mal nachkaufen, damit ich meine Bänder, die ich damals gemacht habe, bei Feuer und Eis, also Fire and Ice, mit Willy Bogner, wo ich gelernt habe, freihändig zu arbeiten, ja? Mit Skiern, mit Inline-Skates, also ich habe vieles gelernt. Und darauf bin ich stolz. Ich bin auch stolz, 40 Jahre jetzt dabei zu sein. Ich bin stolz, 40 Jahre eine eigene Firma zu haben, Höhen und Tiefen erlebt, jetzt alt werden. Ich freue mich, dass ich 30 Jahre involviert war mit Star Wars, da halt arbeiten durfte, eine andere Welt kennenlernen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Jugendlichen bzw. wir Star Wars Fans oder wir Involvierten mit Star Wars, die damit zu tun hatten oder immer noch zu tun haben, erleben das ja alles immer anders. Ja, wir erleben das immer anders, wir werden ganz anders angesprochen, wir bekommen ganz andere Verbote, worüber wir nicht zu reden haben und so weiter und so fort. So, ich habe jetzt sehr, sehr viele Star Wars Kunden, die ein gewisses Alter haben und die haben ja auch die Wahrheit über Star Wars jetzt bei Netflix gesehen. Es ging ja da um die Figuren. George Lucas wollte unbedingt Figuren. Und das hat er auch geschafft. Alle Welt hat jetzt die Figuren und die Figuren explodieren im Preis. Ja, der Preis ist heiß. Der Flair ist weg. Ja, man unterhält sich nur noch über den Preis der Figuren. Und wie gesagt, Amazon und so weiter, die verramschen die Figuren. Dann hat man sie hier stehen, kann man halt auch nicht das Geld bekommen, was man ausgegeben hat. Deswegen sage ich ja, Dekoration. Star Wars ist eine Dekoration. Wir sind jetzt mittendrin in Star Wars Fieber. Weil wir hier müssen warten, aber die Amerikaner haben halt schon den 11. und die legen also schon los und am 12. wird für alle freigegeben. Ab 12. geht es los, um 17.15 Uhr kommt 3DPO-Darsteller und zeigt oder unterhält sich über 3DPO. Auf eine Art unterhalten sie sich ja immer über ein oder dasselbe. Es ist natürlich sehr interessant, den Teaser zu bekommen. Ach, da fiebern wir alle drauf und wir fiebern auch darauf zu wissen, wie der Titel heißt. Darin lässt sich dann vieles ableiten, was da vielleicht passiert. Gut, der Darsteller von Anakin ist auch da, also der neue Darsteller von Anakin, nicht der Darsteller 4, 5 und 6, sondern der Darsteller von 1, 2 und 3. So, der Darth Vader Darsteller von Rogue One wird sicherlich nicht da sein, vielleicht ja doch. Wer weiß, aber das sind so Randerscheinungen. Also die Randerscheinungen von Star Wars werden meistens nicht so eingeladen. Da kann ich auch mal eben gucken hier. Ich habe euch ja schon mal gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt Google.
Wenn ihr was wissen wollt, fragt Google. Ja? Wenn ihr was sehen wollt, fragt Google. Gut, Google hat nicht alles. Ja? Ein bisschen nachfragen müsst ihr schon. Aber Google hat eine Menge. So, und wenn ihr jetzt hier auf die Star Wars.com-Seite geht, ja, die ist bei mir schon implantiert, wenn ihr also auf die Star Wars.com-Seite geht, seht ihr, wer da alles erscheinen wird. Also die sind richtig im Fieber, das macht richtig Spaß, diesen Fieber. Wow, ne? Finde ich super, also mir gefällt die Sendung, ja. April 12, ab 11 Uhr, ne? Ab 11 Uhr geht es da am los, also das heißt bei uns, keine Ahnung, da müssen wir halt gucken, ne? Amerikanische Zeit, wohlgemerkt, CT, ne? Chicagoer Time, ja. Am 12. geht es los, um 11 Uhr Chicagoer Zeit, ja. Müsste ich gucken, wie, in welche Uhr, also in Amerika sind ja Zeitzonen, wisst ihr ja, ne? So, und wir müssen uns jetzt orientieren an die Chicagoer Zeit, ja, 11 Uhr. Wer Zeit hat, lässt laufen. Also, ihr könnt auf die Star Wars Seite gehen, ihr könnt auf die Celebration Seite gehen, ihr könnt bei YouTube gehen. Irgendwo werdet ihr das sicherlich, und dann lasst laufen, Leute, lasst laufen, lasst euch informieren, macht mit, kommt mit. Ansonsten müsst ihr halt in die Retorte springen. So, ich habe das große Glück, live dabei zu sein. Wie viel Uhr, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich muss ja auch arbeiten. Und während der Arbeit, ich mache ja, deswegen, das ist ein Werkvideo. Ich bin bei der Arbeit, ja, ich unterbreche, sobald Kunde reinkommt, dann kann das schon mal Stunden dauern, bis ich wieder vor der Kamera sitze, um das mal klarzustellen. Ich sitze also nicht stundenlang vor der Kamera, ich sitze halt irgendwelche Minuten vor der Kamera und muss dann für Stunden unterbrechen und mache dann weiter. Oder ich mache nach Feierabend weiter. Ja, in mir macht es unheimlich viel Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Ja, ist ja gut. Ja? Das Bubblegum-Englisch ist manchmal hart, aber es macht dennoch Spaß, wenn man es hört. So, wie gesagt, ich habe das große Vergnügen, einer Star Wars-Familie anzugehören in Amerika. Ja? Das ist eine Star Wars-Familie in Amerika, die einen Riesengarten hat, und in dem Riesengarten hat die 1:1 Maschinen stehen. 1:1 Riesendinger. Ja, es muss mit der Leiter hoch. Ist Wahnsinn, ist absoluter Wahnsinn. Oder du sitzt da in diesem X-Wing und kannst dich dann da fotografieren lassen. Ja? Also ist ein Hammer. Es gibt also Fans in Amerika, die haben 1:1 stehen, oder man lernt sie kennen und plötzlich, wow, du warst das? Weil unter uns, kennst du irgendeinen Nebendarsteller, die da so rumlaufen, die da die Knöpfe drücken? So, wenn du die plötzlich kennenlernst, ja, so wie ich Prashant kennengelernt habe bei Stromberg, war auch so eine Randfigur, wie Ariane Raspe, Randfigur, die zwischendurch, guten Morgen, Herr Stromberg, ne? So, oder Marc, wie heißt der jetzt, Frank Montenburg, ja, so, oder die anderen, ja. Ich habe so viele Nebendarsteller, die ihr überhaupt nicht kennt, ja, ich kenne sie auch nicht, aber sind halt Kunden geworden, Freundschaften geworden, wir haben uns verbunden, ja. Bei mir muss ich eh immer aufpassen, Freundschaft, Firma, mehr ist Firma. Also ich bin an sich kein Freund, ich bin derjenige, der irgendwelche Karten entwirft, irgendwelche Schnitte macht, irgendwelche Aufzeichnungen macht, Überspielungen macht. Also ich bin ja immer noch die sogenannte Postproduktion. Ich bin also derjenige, der arbeitet. Also ich arbeite für alle Künstler. Es kann auch schon mal sein, dass halt auch auswärtige Künstler mich fragen, dann muss ich für die arbeiten, also muss ich das machen, dann muss ich was herstellen, ja, eine Karte, Visitenkarte, ihr wisst schon, was so Schauspieler brauchen, ja. So, und wenn ich dann ein bisschen freundschaftlich mit denen korrespondiere, mich mit denen ein bisschen freundschaftlich unterhalte, ob das Mark Hamill ist oder sonst wer. Morgen, hallo! So, und wieder ist eine Figur weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denkt dran, am Wochenende ist Star Wars Time. Ne? So, Chewbacca ist weg, ist die Version aus dem Jahr 2005. Und, ja, so ist er nochmal. Kommt vorbei, die Figuren sind noch da, aber die nicht mehr, die ist weg. Im Moment, weil wir ja die Convention haben in Chicago, haben wir auch wunderbare Kunden, die, wie gesagt, Star Wars sich kaufen oder verschenken. Wir haben ja auch Ostern nächste Woche. Österliche ab in den Korb, wie zu eben Chewbacca.
Chewbacca Version 2005, 10 cm groß. Habe ich halt dem Kunden, weil Ostern ist, für 39,95 gegeben. Habe mir gerade angesehen, dass die schon mittlerweile um die 59,95 bei Amazon zu haben ist. Ich habe jetzt diese Referenznummer nicht, ich kann jetzt nicht rein. Der Kunde hat mir gerade, wie gesagt, erlaubt, die vor laufender Kamera zu halten, weil er sie gekauft hat. Weil sie ist weg. Nicht jeder Kunde erlaubt das und ich mache das auch nicht für jeden Kunden, die da reinzuhalten, um zu sagen, dass die verkauft worden ist. Aber ich wollte nur sagen, dass die Dekoration jetzt wirklich immer mehr geht, weil auch Star Wars geht. Also ne, Anakin's Skywalker Saga geht zu Ende. So, ob die Leute später noch einen Darth Vader kaufen werden, weiß man nicht. Kann sein, dass die ganzen Figuren, die wir gut finden, irgendwann wirklich sehr selten werden und dadurch noch teurer werden. Kann sein. Kann auch sein, dass es umkippt. Wir wollen es nicht hoffen, dass es umkippt. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt, wie es ist. Also einige Figuren haben ja einen Wert, das wissen wir. Einige Figuren haben gar keinen Wert, aus welchem Grund auch immer. Und andere Figuren können plötzlich aus heiterem Himmel so wertvoll werden, dass man sich fragt, warum habe ich das gute Stück für 39,95 verkauft, zum Beispiel. Ja? Ich muss dabei sagen, ich habe Kunden, die keine Sammler sind, ich habe Kunden, die keine Ahnung haben von diesen Figuren, ja? Welchen Wert die darstellen, sondern sie kaufen die, um sie zu verschenken. So, derjenige, der die bekommt, weiß es auch nicht. Er ist Sammler, aber er kennt den Preis nicht. Es gibt halt Sammler, die den Preis nicht kennen, die wissen gar nicht, welcher Preis das ist, den sie da erhalten haben. Ja, und ich bin ja nun mal ein Lieferant und ich habe selbst Lieferanten, die mittlerweile nicht mehr liefern, weil die Preise sich verändert haben, weil die Ware sich verändert hat und weil auch die Thematik sich verändert hat. Hoheitsrecht hat Disney. Und Hasbro, naja, so gut sind die Figuren nicht immer. Man kauft halt gerne andere Figuren ein von anderen, die irgendwie filigraner herstellen, wo es mehr Sinn macht, die zu haben. Die Augustini hatte ich euch ja auch gezeigt, die Figur, die ich bekommen habe, die ist so 20 cm groß von Han Solo, ist gutes Plastik, sieht dem Schauspieler aber leider nicht ähnlich, weder dem einen, weder noch dem anderen. Ja, ist eben so. Die Augustini hat halt einen Han Solo auf den Markt geworfen. Ob der wertvoll wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es davon gibt. Es gibt ja nur diese eine Variante da von De Augustini. Ja, die war ja beim Falken, den man zusammenschrauben muss, aus Metall. So, daran bin ich ja auch noch beschäftigt. Wann ich den jemals zusammengebaut habe, weiß ich gar nicht. Weil es doch viel Arbeit und wenn man hart arbeitet, hat man keine Interesse noch weiter hart zu arbeiten. Kann sein, dass ich das über Ostern mache, weil Ostern ist ja nun mal für alle frei und da muss man schauen, was da so ist. Mal gucken, vielleicht kriege ich den zusammen. So, wir sind halt immer noch bei Star Wars, wir sind immer noch bei Star Wars kommen und man kann sehen, dass der Pedro Pascal kommen wird, ja. Der enthüllt einige Sachen über die Mandalorianer. Die Mandalorianer, diese neue Serie, erstmal eine 10er Staffel, die da kommen soll. Ich kann zwar noch nichts lesen über Disney Plus. Da wird halt von Disney Plus noch nichts gesagt. Es gibt nur einen Survival Guide. Exklusive Varianten werden da kommen. Weil die Seite verändert sich halt auch immer. Zum Beispiel der Alpenreich, der da immer, du hast, ne, und wird da irgendwie, also man spricht da über Obi-Wan Kenobi werden, ja, zum Beispiel. Also wird ja viel, also wie gesagt, die Seite wird ständig neu gemacht. Vor allen Dingen fühl die Macht, ja. Fühl die Macht und renn, lauf, ja. In Star Wars Sachen, in Star Wars Trainingssachen, ja. Einige laufen da rum. Als Darth Vader mit Röckchen und Laserschwert machen die da ihr Fitness. Ja, Star Wars Jule 4 oder ähnliches. Hallo. Also die Amerikaner haben es gut, ne? Da heißt Bring on the Fun zum Beispiel. Fühl die Macht, ne?
Fuel Your Force. So sehr komisch geschrieben, könnt ihr ja selber gucken. Na, manchmal muss man gucken, was meinen die jetzt da? Die nehmen ein F für alles. Ne? Fühl die Macht. Ne? Fall your force. Ja, fühl die Macht, Sport, ne? American Football und die ganze Geschichte. Alles im Ambiente von Star Wars. Ja, ich habe meine Sweatshirts, die kennt ihr ja. Die sind natürlich aus Jersey. Wenn ich da jetzt aktiv wäre, würde ich ein bisschen müffeln, glaube ich. Weil die sind also schon am Körper schon ziemlich warm. Ja. Und wie gesagt, drei davon habe ich mir geholt. Vielleicht werde ich mir mal so ein Stormtrooper Sweatshirt oder T-Shirt aus Jersey besorgen. Muss ich mal schauen. Also habt ihr schon gesehen, Galaxy of Adventure, für die Jugendlichen, die zuschauen sollen. Galaxy of Adventure, wie alles jetzt der Jugend. Ich hatte gerade einen 7-Jährigen da, der sich dann, na, der hat mir auch schön dekoriert, weil einige Figuren da nicht mehr an dem Ort standen, wo sie sonst gestanden. Ne? Jugendliche halten das fest. Du, Onkel, der steht aber nicht mehr da. Ne? Da sag ich, wo steht? Ach, da steht er. Ja, dann stellt er mir den dann wieder richtig. Ich finde es toll. Ne? Also die mandalorianische erste Ordnung dort, ob das eine Ordnung ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind das die Mandalorianer. Also es fängt schon mal an. An sich hätte Star Wars anfangen müssen im Ursprung, ja, wie die ersten sogenannten Aliens gekommen waren. Die ersten Aliens gekommen waren, die dann alles umgeordnet und alles eingeordnet und alles umgeändert haben. Wissen wir ja durch die Bücher. Ne? Kino kennen wir nur 4, 5 und 6 und jetzt 1, 2 und 3 und jetzt 6, 7, 8 und 9. Ne? Ja, ist so. 7, 8, 9. Ja. Ach, herrlich. So, die ersten an sich, ja, heute sieht die Seite wieder anders aus, warum weiß ich nicht. Disney.com-Anzeigen ist mittlerweile auch darin eingearbeitet. Verstecken Sie Disney.com, will ich gar nicht verstecken. Ne? Also, unter Disney.com, ja, unter Disney.com kommt die Star Wars Show. Klasse gemacht, müsst ihr euch dann selber mal angucken bei Star Wars.com, ja. Natürlich das Maul. Ja, am 12. April, 11 Uhr, Chicagoer Zeit. Chicago. Ja, ich meine, die sind hier am. Ja. Ich meine, die pflegen die Seite auch nicht jeden Tag. Die ist also schon 9 Tage alt. An sich ist es morgen soweit. Oder während ihr es seht, ist es soweit. Ihr seid herzlich willkommen bei Star Wars jetzt. Und geht jetzt richtig los. Ja. Ja, geht richtig los. Am Donnerstag, den 18. April, gibt es da irgendwo eine Stimmung? Donnerstag, den 18. April, ist irgendeine Abstimmung? Müsste ich lesen. Wie gesagt, es geht ja jetzt los, lasst euch überraschen, übersetzt es euch. Ihr könnt an eure Smartphones es sehen, die Live-Übertragung, ihr könnt es auch am Computer sehen und alle die, die streamen können, können sich das ja am großen Fernseher oder halt in ihrem Heimkino angucken. Ja. Ja. Also ein Taser-Bild gibt es schon. Fallenordner heißt das. Fallender. Was das bedeutet, weiß ich nicht, wird ja hier übersetzt jetzt. Im Englischen hätte ich jetzt gucken müssen, wie das heißt. Ja. Ein Teaser-Bild. Ein fallendes Teaser-Bild davon. Keine Ahnung. Also wie gesagt, Fallen Order, ihr wisst Bescheid, es könnte sein, ich werde es veröffentlichen unter Star Wars Familie. Sieht gut aus, also ist ein Lichtschwert, was regelrecht zerborsten ist. Es ist ein Spiel, ein Game-Spiel, Fallen Order. Und da ist halt, wie gesagt, war ein Bild veröffentlicht worden. Ne? Ja, für alle Gamer, Star Wars Gamer, kommt, ich hatte gestern auch einen da, der Battlefront spielt, 1 und 2. Der sprach dann auch über Battlefront, er findet es also gut, er ist halt ein Battlefront-Spieler. Ja, also Fallen Order,
kommt, ist an sich ein EA-Play von 2018. Warum das jetzt da nochmal eingepflegt wurde, weiß nicht. Okay, hat ja jetzt was mit dieser Convention zu tun. Vielleicht sprechen die da halt nochmal drüber. Na, also EA hat das rausgebracht, Fallen Order. Ja. So, jedenfalls... ja, kennt ihr noch diese Goofy-Star Wars-Geschichte? Es gibt eine Goofy-Star Wars-Geschichte. Warum die den so gebaut haben, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls eine Limited Edition. Das ist lauter Droiden, die aussehen wie Goofy. Und also die ist ja sündhaft teuer mittlerweile. Ja, also wie gesagt. Schaut euch die Seite an, liebe Freunde. Wenn ihr Fragen stellt, googelt. Googelt, taucht ein in die Star Wars Geschichte. Seid einfach dabei. Ich werde dabei sein. Ich werde euch zeigen, dass ich dabei bin. Und ja, das wird wohl nicht in 4K gemacht werden, weil ich das dann in HD mache. Soll auch ziemlich kurz gehalten werden, weil 4K dauert immer die Arbeitszeit. Ich müsste jetzt schon mal einen Clip fertig machen. Ja. Ich mache jetzt noch einen Clip fertig, diesen Clip mache ich dann auch fertig. Ihr seht halt dann diese Aufzeichnung während der Arbeit. Ich habe also mit sehr vielen Kunden gerade darüber gesprochen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, der 7-Jährige hat mir gerade die Regale wieder richtig gesetzt, fand ich auch sehr super und wir haben auch philosophiert. Die Mütter schreiten dann natürlich ein, weil die Kinder ab 7 Jahre nicht immer alles wissen sollen, ne? Weil die Mütter dann auch nicht möchten, dass die Kinder sofort alles haben wollen. Ist auch in Ordnung. Ist ja alles okay. So, ich begrüße euch total recht herzlich zu diesen Workclips. Ja, ich bin am Arbeiten. Sobald ein Kunde kommt, unterbreche ich. Manche Kunden schauen mich an, was quatscht der denn da? Weil ich dann manchmal, weil die noch nicht so schnell reinkommen, kann ich ja wenigstens den Satz beenden und dann ausmachen. Ja, jedenfalls ist das so. Ich bedanke mich, dass ihr überhaupt zugeschaut habt. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Projekt Star Wars für Uldis auf eine Art mögt. Weil es gibt andere Projekte, die da schon ganz anders unterwegs sind, aber damit habe ich nichts zu tun. Und ich passe auch jetzt auf, dass euer Star Wars Reporter, der ich jetzt im Moment bin, gute Sachen findet. Ich bin an sich ein Stadtreporter, ich nehme an sich Stadtsachen auf. Hier in der Stadt sind 65.000 Menschen, davon sind alle Fakultäten hier, ob die SPD reinrauscht, oder CDU reinrauscht oder die Grünen reinrauschen. Die anderen waren noch nicht hier oder die haben sich nicht geoutet, dass sie irgendwelche politische Richtungen da machen. Ja, ich kenne nur das Deutsche Haus, keine Ahnung, das ist eine neue, die kann man vielleicht in der EU wählen. Wenn die wählbar sind, kann man sie ja wählen. Wenn es die gibt, sind das alles Demokraten, ist so. Die anderen Buchstaben nehme ich jetzt gar nicht im Mund und die anderen nehme ich auch nicht im Mund. Die alle, also alle, die wir wählen können, sind auf irgendeine Art demokratisch irgendwie untersucht oder auf dem Markt, keine Ahnung, sind ja eh alles Vereine. So, und wie gesagt, mit donnerndem Applaus geht die Demokratie den Bach runter. Das hat Amidala gesagt und da hat er vollkommen recht, wenn wir jetzt mal so einen Abschluss machen mit EU-Richtlinien, mit YouTuber-Richtlinien, mit Facebook, Instagram-Richtlinien, die da auf uns zurollen in 3 Jahren. So, in 3 Jahren sieht auch Star Wars komplett anders aus. Ab 01.01.2020 auf jeden Fall. Wann Disney Plus kommt, weiß ich gar nicht. Das werde ich jetzt versuchen zu finden, indem ich das mal eingebe. Disney Plus. Wie gesagt, kommt immer nur die Story-Seite. So, Disney Plus läuft unter Disney.de. Also hat noch keine eigene Seite. Also Disney Plus kommt unter Disney.de, kann sein, dass ich die dann irgendwo da finde. Disney ist klar, Jumbo läuft gerade, Jumbo. Dann Captain Marvel, The Adventures, Endgame, Aladdin, das Musical, Aladdin, der Spielfilm. Ja, ist halt so. Und dann muss man natürlich gucken, dass man... ja, da ist da wieder Star Wars in Konzert. Star Wars ins Konzert, das ist doch wieder wahr. Ja, dann geht man oben wieder rein. Und guckt nach Live-Shows, Parks, TV-Sender. Oh ja, gehen wir auf TV-Sender. Was da so abläuft im Moment. Disney TV in Deutschland. Disney Channel, Disney Junior, Disney XD und Disney Cinemagic. Stimmt. Ja?
Was jetzt Bruce Willis dazu suchen hat, weiß ich nicht. Müsste ich anklicken. Ja, ich denke. Ja, keine Ahnung. Also Disney Plus ist plötzlich da nicht mehr so zu finden. Das war eine Zeit lang zu finden. Ist jetzt aber nicht in der Zeitleiste zu finden. Da kann ich nur einen Shop finden. Alles klar, einen Shop. Kann ich ja Disney-Produkte einkaufen. Star Wars wird da nicht sofort in den Blickpunkt gesetzt. Ja, ja da, also sehr tief. Ja. Star Wars, ich bin dein Vatertag, jetzt kaufen. Ja. Ich bin dein Vatertag, habe ich auch mal. Vatertag? Auch nicht schlecht. Ja. Dann könnt ihr die Mickey Mouse als Darth Vader kaufen. Ihr könnt dann für 1200 Euro eine Limited Edition kaufen, wo Darth Vader sagt, ich bin dein Sohn, und er schreit nein mit einer Hand und tschüss. Ne? Dieses gute Stück kostet 1200 Euro. Limited Edition von Luke vs. Darth Vader Diorama. Ja, wer 1200 Euro über hat, meine lieben Freunde, kaufen, 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 immer schön kaufen, 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 damit Disney reicher wird. Jawohl, ich wünsche euch viel, viel Spaß in dem Sinne. It's okay.